Wenn man mehrere Drinks zeitgleich herstellen muss, sollte man auch mit beiden Shakern zeitgleich shaken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die erste ist tatsächlich, wie nehme ich beide Shaker zeitgleich auf? Im Idealfall genau so. Wenn man aber die Situation hat, dass man weiß, dass man Zutaten aus dem Backshelf, aus dem Rückbuffet verwenden muss, empfiehlt es sich auch, wie folgt den Shaker aufzunehmen. Und zwar beispielsweise zeitgleich mit beiden Enden. So hätte man die Möglichkeit, auch ebenso gleich zu puren. Nichtsdestotrotz, wir stellen beide Shaker hin. Wir würden sie jetzt mit unterschiedlichen Flüssigkeiten befüllen. Und jetzt geben wir natürlich auch jede Menge Eis hinzu. Dadurch, dass Shaken natürlich auch hier wieder eine Stilfrage ist, gibt es auch zwei, drei Möglichkeiten, die möchte ich euch zeigen. Ihr habt die Möglichkeit, entweder mit einer Hand beide Tins aufzunehmen, zeitgleich sie über den kleinen Shaker runterzusetzen, runterzudrücken und aufzunehmen. Ist natürlich eine unglaublich coole Art, ihn direkt aufzunehmen und dann zu shaken. Der Vorteil bei dem Shake ist es, dass man sofort den kleinen Tin öffnen kann. Man könnte einen Strainer hineingeben und man hätte die Situation, dass wir zeitgleich auch hier wiederum arbeiten können. Eine andere Möglichkeit ist es, und die sehen wir auch bei dem einen oder anderen Kollegen, der die kleineren Tins so verschließt, indem er auf die Tins raufschlägt. So gewährleistet man, dass die Tins fest drin sitzen und man hätte hier die Möglichkeit auch unterschiedlich zu shaken. Der Nachteil ist es, die Situation, dass ich ihn jetzt nicht öffnen kann. Das heißt, ich müsste einen Shaker absetzen, um wiederum den Shaker zu öffnen. Aus diesem Grund noch einmal kurz erklärt, meine empfohlene Methode ist, den Shaker genau so aufzunehmen, dass der eine zwischen Daumen und Zeigefinger platziert ist und der andere letztlich zwischen dem kleinen Finger, dem Ringfinger und der Handfläche. Die Hand schließt beide Shaker mit ein und der Shake bewegt sich von oben nach unten. Öffnen, abstellen, schnell und effizient. Es gibt viele Möglichkeiten, noch den Shaker zu schließen, zum Beispiel über den Daumen oder über den Nacken oder auch einfach so. Alles Stylefrage. Probier es aus.